So, und damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück hier bei ARK Survival Evolved. Und ja, ich habe jetzt einfach mal eben nochmal so gedacht, ich nehme den Ladebildschirm mal wieder mit. Wir sehen den ja sonst gar nicht mehr. Ja, deshalb so ein bisschen in Gedenken an den Ladebildschirm. Und jetzt gab es ja vor kurzem diese ganzen Overhauls mit den neuen Dinosaurier-Modellen, aber ich bin der Meinung, nicht bei Aberration und so. Ich glaube, das betrifft nur sowas wie Island und Center. Also so da, wo die Dinosaurier sowieso schon normal aussehen. Dieses Geräusch war unheimlich. Das kam irgendwie von oben. Ja, es könnte direkt hier auf uns runterfallen, ne? Naja. Das was? Ah, ein Skorpion. Kriegen wir den vielleicht betäubt? Warte mal, ich habe ganz viel Narkosemittel hier drin. Das testen wir jetzt mal. Na, was hat er? Okay. Interessant. So jetzt hin. Mann, haben wir nicht schon Knicklichter? Also zumindest wir haben sie freigeschalten, das weiß ich aber. Ich glaube, ich brauchte nur die dafür. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Genau, wunderbar. Reicht mir. Schönes Licht, ne, was die hier werfen. Das heißt, der tingelt hier noch irgendwo rum. Okay. Aber aktuell sehen tun wir nicht. Ja, gut, als wir runtergegangen sind, hat er wahrscheinlich das Interesse an uns verloren. Der rennt da hinten irgendwo rum und... doof. Ja, so ein bisschen. Ich hatte eigentlich nämlich überlegt, dass wir den betäuben, aber so kann ich das vergessen. Dann nehmen wir nochmal das. Rechte Maustaste gedrückt halten. Ups. Und schwupps. Haben wir es hinten dranhängen. Und haben die ganze Zeit Licht um uns herum. Finde ich super, super cool, dieses Ding. Ach, da ist es ja. Da ist er ja wieder. Hallo, kleiner Freund. Komm her, ich brauche ein Reittier. Er rennt echt weg. Kacke. Warum? Ja, die können nicht viel ab. Also wir können es versuchen, wenn wir rausgehen, den jetzt so zu betäuben. Wo ist er hin? Nicht, dass der mich jetzt überrascht und der mich betäubt. Kein gutes Gefühl. Aber wann habe ich das schon mal? Gehen wir doch noch mal ein bisschen weiter hier in die Richtung.
Das ist so eine komische Pflanze. Wo ist er hin? Wo bist du, mein kleiner stacheliger Freund? Lag hier noch die ganze Zeit. Ich sehe ihn nicht. Ist ja komisch. Müsste der hier nicht irgendwo rumtingeln? Ah, okay, da kann ich durchlaufen. Und wenn das jetzt hier soweit ist, dann ist ja eigentlich Ruhe. Dann können wir mal nach vorne gucken. Diese Pflanze... Ich weiß nicht, ich vertraue ihr nicht. Also gucken wir einfach erstmal hier hin. Sieht eigentlich ganz gut aus, wenn ich das hier so sehe, ne? Ja. Fragt sich nur, ob da unten auch die Krabben sind. Also hier hinten könnte man runter, aber da war ja dieser Dire-Bier. Sieht geil aus. Wahnsinnig cool. Ich glaube, ich möchte das nicht ausprobieren. Das ist irgendwie ein Raptor, ja. Gut, Raptor ist jetzt nicht so das Thema, aber hier sieht es ganz gut aus. Wenn wir uns da friedlich verhalten. Wir haben genug Holz und alles. Pflanzen, Pilze sind auch da. Na gut, wir haben mit Wasser, brauchen wir nicht unbedingt mehr so viele Pilze. Also wäre eigentlich schon eine geile Idee, da hinzugehen, oder? Was hier auf der Seite? Okay, auf diese kleine Insel würde ich jetzt nicht unbedingt gehen wollen, aber ich glaube, da ist Metall, wenn ich das richtig sehe. Oh, das wäre mega geil. Oh. Das Ding ist ungefährlich. Bloß bei der Pflanze bin ich mir nicht sicher. Wir können das ja mal ausprobieren. Die haben mal die richtigen. Was? Ich weiß nicht, ob ich mich damit jetzt anlegen möchte. Es ruft einen seltsamen Namen. Aber wo ist jetzt der Skorpion hin? Ja, weil das wäre ein cooles erstes Reittier. Hatten wir ja schon mal. Seltsam. Von hier aus was sehen. Da hinten ist irgendwie eine Höhle oder sowas. Hä. Ich sehe nichts. Sehr komisch. Nee, gar nichts. Der kann ja nicht weg sein. Logischerweise. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Na! Du hast gekackt. Du hast gekackt. Das war knapp. Ja.
Ganz viele Pilze futtern. Oh weia, ich hasse das. Ich habe das eben erst so spät realisiert, dass das Fliegenpilze sind. So ein Mist. Ich wollte sagen, wir sollten jetzt eigentlich nicht mehr verdursten. Immerhin habe ich jetzt gerade dieses ganze Zeug hier eingeworfen. Das müsste uns hoffentlich retten. Naja, mal gucken. Muss dann eigentlich irgendwo vor uns sein. Naja, das werden wir dann beim nächsten Mal rausfinden. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.